Hey, ihr Lieben, es ist mal wieder Unboxing-Time. Ja, heute steht ein Päckchen auf dem Review-Tisch, auf das ich seit November 2016 warte. Ja, sehnsüchtig warte und schon so gespannt bin. Ich habe ja immer mehr Videos auf YouTube von dem, was hier drin ist, gesehen und auch auf Instagram und so weiter. Und jetzt ist es auch endlich für mich soweit. Auch mein Modell ist jetzt endlich angekommen. Ja, und dann wollen wir doch mal schauen, wie immer schon geöffnet, aber noch nicht reingesehen. Und ich bin wahnsinnig neugierig. Da zeigt sich schon was, da zeigt sich schon was. Yeah! Wow. Tada! Ja. Fokus. Ja, also der Adasaurus von Beasts of the Mesozoic als vorbestelltes Exemplar. Wow. Endlich eingetroffen. Endlich, endlich eingetroffen. Mein Gott, war das Warten lang. Krass. Mein Exemplar ist endlich da, so cool. Also, holen wir es doch mal aus der Packung. Inzwischen sind die Modelle ja auch in diversen Shops erhältlich und man kann sie ganz normal regulär bestellen. Ja, und diese Firma hat inzwischen auch schon die zweite Serie am Start, beziehungsweise ist da am Machen. Ja, brauche nochmal eine Schere. Und zwar mit Ceratopsien. Ja, das ist schon coole Modelle gesehen davon. Wenn das auch so eine Mischung wird wie hier mit den Raptoren, diverse Raptoren, die es so gegeben hat, von denen man bis jetzt weiß, dass es sie gegeben hat. Das finde ich schon ziemlich cool, ja. So, da haben wir das Prachtexemplar auch schön groß, ja. Herrlich groß. Aha, muss noch zusammengebaut werden. So ein bisschen. Cool bemalt. Wow. Echt stark, ne? So, wollen wir da mal schauen. Die Base ist unten angeklebt. Ah, ist dann nochmal festgeklebt. Uiuiui. Wow. So, da muss das ein Klebestreifen sein. Ui. Das ist cool. Endlich ist er da, Kinders. Endlich. Mein Gott, war das ein langes Warten, ja? So. Ah, fühlt sich gut an. Voll beweglich. Mein Gott. Ui, und schwer. Er hat Gewicht. Wird alles sehr hochwertig. Das ist cool. Das ist cool. Alles beweglich. Bis in die Fußspitzen. Mein Gott. Hey, mit dem Ding könnte man ja auch eine coole Stop-Motion-Animation machen, ja? Boah, geil. So, also. Ganz vorsichtig. So, zack. Mein Gott, ist das cool, ne? Oh, interessant, ist da ein Draht drin. Man kann es so biegen und dann bleibt er so. Ist das cool. So, wollen wir mal sehen, ob wir das hier problemlos reinbekommen. Ja, das geht auch super. So. Wunderbar. Und dann sind hier noch so ein paar Ersatzfüßchen drin. Die lasse ich da aber noch. Seine Base. Na, mit einem durchsichtigen Stamm, wo man ihn fixieren kann drauf. Oh mein Gott, ist der schön. Die Augen. Fieser kleiner Blicken. Oh mein Gott. So, was für ein krass, ja. Ja, Kickstarter-Unternehmen, ne? Via Crowdfunding finanziert wurde. Und ich denke, die haben inzwischen genug Umsatz gemacht,
um die zweite Serie davon finanzieren zu können. Wow, ist das cool. Ist das cool. Guckt euch den Schlingel hier an, ja. Sieht herrlich fies aus. Ja, ich baue das Ganze mal auf, schalte die Kamera kurz aus und dann bin ich gleich wieder für euch da. So ihr Lieben, so steht er dann also auf seiner Base. Steht recht gut, ne? Auch gut durchdacht da mit diesem Stick da, wo dann aufgesteckt wird. Ich habe ihn erstmal nur so raufgestellt, ja, ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob er überhaupt richtig steht. Aber egal. Zum ersten Zeigen reicht es. Werde ich mich noch genauer mit befassen. So, schaut ihn euch an. Ist er nicht wunderschön? Der Adasaurus mongolensis. Einer von vielen Raptoren aus der Reihe Beast of the Mesozoic. Wow. Wunderschön. Und herrlich groß. Also es lohnt sich wirklich. Schönes, schweres Exemplar. Ja? Sehr detailliert. Unglaublich gut detailliert. Ja? Also, boah. Sagenhaft und so schön bemalt. Ja, ihr Lieben, das soll es auch erstmal gewesen sein. Das Review folgt natürlich auf dem Fuße, ist ja klar. Und ja, da klicke ich mich wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, Astronaut Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!